Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zu Alien. Isolation. Und wir greifen gleich mal auf das Terminal zu. Haben wir in der letzten Folge gemacht, wir haben vorgelesen. Schade. Das ist keine 5 Minuten her. Für euch ist es 24 Stunden her. Für Sunny unglückliche 5 Minuten. Ja. Ist der eventuell da drin verschwunden? Da ist noch was. Ach so, nee, ist Abspiel. Ach so, ja, Entschuldigung. Dann haben wir alles. Ey, ist keine 5 Minuten her, weißt du? Jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Platzangst? Ich? Ja. Nö. Noch nicht, ne? Okay, durch den Schacht. Der alles andere als hell ist. Gerade so mit Tageslichtlampe. Ja, das stimmt, ja. Wir haben immer uns einen Nachteil. Sie hat jetzt schon Angst, sie guckt schon aufs Handy. Ich guck nur wegen Uhrzeit. Ja, du hast Angst. Ich denke mal nicht, dass das Ding noch im Schacht ist. Nee, deswegen haben sich gerade zufällig alle... Ich denke mal, der ist rüber. Also wenn es ein Mensch ist... Das wissen wir ja nicht. Es sah aus, ich bin der vollen Meinung, dass es ein Mensch war, den ich da gesehen habe. Ein Schatten. Ich habe gar nichts gesehen. Kappa Joes. Okay. Erinnert so ein bisschen... Sofern ich mich übrigens erschrecke, da aktiviere ich hier die... Fällt alles auseinander. Die Fackel. Nur mal so nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob die uns überhaupt schützt oder ob die nur fürs Licht ist oder sowas. Weiß ich nicht. Wir laufen auf jeden Fall die ganze Zeit mit der Fackel rum. Ich weiß gar nicht, ob wir generell Schusswaffen haben oder so. Naja, klar, sonst würden sie doch nicht sagen, ja, sei mit deiner Munition. Ja, Munition ist auch begrenzte Fackeln. Sehe ich auch so ein bisschen als Munition an. Muss, glaube ich, links lang, ne? Oh, ja, oh, ja. Oh, oh, oh. Ja. Da ist was. Ja, Schrott. Nee, rechts auch was. Was? Ah. Ja. Das habe ich, da hast du gesagt. Ja. Ach so. Das meinte ich, habe den Schrott gar nicht gesehen. Jetzt kannst du runterfallen, wenn ich draußen bin. Denke nicht, dass das diese Röhre war. Oder dieser Luftschacht. Mau. 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 Ich denke mal eher, das war so... Das komplette Schiff. Was war das gerade? Es ruckelt irgendwie ein bisschen, das Spiel. Er ruckelt. Was ist denn hier los? Liegt nicht an der PS4. Also wir spielen es, wie gesagt, auf der PS4. Ne, ist ein Licht, ne? Gewesen. Ja. Das ist ein Mensch, siehste? Ich weiß nicht, ob das ein Mensch ist. Das ist ein Mensch. Ein Alien sieht anders aus. Ja, aber was ist, wenn es eine Mutation ist? Ja gut, das kann sein. Aber es ist zumindest kein Alien. Das ist schon mal Fakt. Es ist kein Alien. Someone new. Ist da hinten gewesen? Nee, das nicht. Nee, okay. Ja. Ja, der ist es nämlich... verdammte Axt. Was? Jetzt ist er quasi... Ah nee, da geht's auch noch weiter. Ah ja. Es sieht echt so ein bisschen aus wie Dead Space. Ja. Muss man sagen, ne? Ja. Hast du das gespielt? Ich hab's ja gesehen. Ach so, am Boden. Natürlich mehr interessieren, wa? Ja, durchaus. Das sagt er aber nicht. Gibt's ja nicht, ey. Also Dead Space ohne mich gespielt. Gesehen. Die läuft einfach durch. Da ist ein grünes Was? Ding. Rechts hier. Das sah aus wie so... Wo denn? Ein Bewegungsmelder, das da. So. Und dann läuft die einfach durch. Es hätte eine Lichtschranke sein können und du wärst tot gewesen, wenn es eine Bombe gewesen wäre. Komm. Plasmaschneider. Guck mal die Koffer durch. Ja. Vielleicht ein Plasmaschneider drin. Vorbei an der Security. Das wollte ich gerade sagen, deswegen kam er nicht. An der Security vorbei. Fuck the Marshals. Fuck the Machines. Das vorne muss der Ausgang sein. Ziel aktualisiert. Gehen Sie durch die Haupttür, die ist aber zu. Sie sollten da durchgehen. Luthos will pay. Das sind neue Zeitschriften. Kein Plasmaschneider. Ha. Durch die Tür geht nicht, oder was? Nee. Nee. Strom wiederherstellen. Auch alles verwüstet.
Hätte sein können, dass auf einmal ein Gesicht da kommt, weißt du? Ja, ich nehme mal an, der Typ. Ich weiß nicht, ob es da Mutationen gibt im Spiel. Das können wir wirklich nicht ausschließen. Wartungsheber benötigt. Ja, was wir jetzt alles brauchen? Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Ich finde die ganz gut. Da geht's lang. Ja, ich weiß. Ich finde die Synchronsprecher echt nicht schlecht. Auf Englisch wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen atmosphärischer, klar. Weil die bringt es dann doch nochmal ein bisschen besser rüber mitunter. Die meisten zumindest. Aber für eine deutsche Synchro kann man eigentlich nicht meckern. Was sind denn alle für Geräusche? Mag ich nicht. Ja, rechts war irgendwie noch zum Speichern, was? Ne? Nee, da hinten, da vorne. Ach so, ja. Speichergerät, glaube ich, ne? Das hier? Ah, nee, Strom. Das kann ich doch mal machen. Und Level 2 und Level 3. Push the button. Irgendwann. Geh mal wieder in den Hauptraum vielleicht. Ich geh jetzt erstmal nach hier oben. Obwohl. Ja, weiß nicht. Also wir kommen nicht mehr zurück, glaube ich dann. Vielleicht ist da noch irgendwie... Da ist auch noch so ein Ding. Da brauchen wir auch wieder so einen Schneider. Na, dann gehe ich jetzt erstmal da rein. Vielleicht kriegst du hier deinen Plasmaschneider höher. Ja. Also wir müssen ja irgendwann nochmal in den Raum zurückkommen, eigentlich. Da, nee. Tja, manche Lichter sehen so aus, als ob irgendwas da wäre. Ja. Gehen wir mal. Achso, da kommst du in den gleichen Raum mit. Ja. Ich weiß. Hier hoch. Du hörst immer nur irgendwie so knacken, ja. Da liegt er noch. Ja, ich weiß. Ionenschneider. Alter. Wir haben... Ja, der wurde irgendwie irgendwann... Ich hab schon drauf gewartet, dass da irgendwie was aus der Ecke kommt und ihn an zerfleischt oder so. Ja. Naja, kommst du erstmal nicht weiter hier. Plasmaschneider. Na, durch die eine Tür kam man ja. Nur, ja. Also wir mussten den Strom nur wieder herstellen. Und dann kamen wir ja durch die andere Tür. Und ich denke mal, da müssen wir jetzt auch hin. Schnell zurück. Du machst ja auch Geräusche hier. Nicht, dass da auch irgendwie mal... jemand auf uns aufmerksam wird oder so. Du hast übrigens nicht deine Fackel genutzt. Ich weiß. Nicht da. Ja, nee, ich wollte erstmal Übersicht bekommen. Gutes Deutsch. Da oben, ne? Ja, genau. Zugst schon so ein bisschen zusammen, ne? So ganz entspannt bist du noch nicht mehr, ne? Nö. Hier sind ganz viele Räume. Da hat bestimmt irgendeiner, das sieht ja aus wie so ein... Zum Verst... Das heißt doch wieder nichts Gutes, oder? Oder? Es wird langsam... Scheiße. Es wird langsam Zeit, glaube ich, dass wir... So, liebe Freunde, Ja, jetzt geh wieder raus, ist ja noch nichts passiert. So wie sie reingeht, geht sie bloß raus, ne? Also. Spiel speichern, das kannst du mal machen. Ja. Jetzt direkt von der Seite. Man kann sehr oft speichern. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also direkt am Anfang ist noch nichts passiert, ja. Wir haben noch keinen Feindkontakt. Wir haben 10-mal gespeichert. Und alles blitzt und blinkt. Blitzt. Blitzt und blinkt. Blinkt. Ja, PP. Blitzt und blinkt. Da ist noch eine Tür gewesen rechts. Ist mir doch scheißegal. Ja.
Das ist das gleiche Geräusch wie im Radio. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Mhm. Okay. Ja, warum zur Hölle? Ist da ein Schrank? In dem man sich jetzt bereits schon verstecken halt kann. Halt einfach deinen Mund, bitte. Hast du Angst? Ja. Ich noch nicht so. Ich schon, aber ich spiele auch. Atmosphäre ist schon ganz cool, muss man sagen. Also es sieht alles so ganz nett aus. Da ist Blut drin. Ja. Willst du nicht reingehen? Nö. Warum nicht? Nö. Warum nicht? Nö. Heilige Scheiße. Ja, irgendwas ist hier zumindest schon mal passiert. Die Frage ist was? Guck mal nach oben. Nein. Warum nicht? Weil... Warum nicht? Weil ich Angst habe, nach oben zu gucken. Warum konnte ich jetzt hier reingehen? Da rechts ist irgendwas. Was? Da? An dem links da? Nein, da ist ein Licht einfach nur. Ah, okay. Warum konnte ich jetzt da reingehen? Um dir den Raum anzugucken. Ah ja. Oh Gott. Ist da echt schon so eine Angst? Ja. Oh Gott. Ich habe mehr Angst als... Bei PT? Nee. Irgendwie schon. Was? Also ich noch nicht... Geil. Ja. Eine SNES und noch eine. Ja, irgendwie nee, schon. Also ich finde es irgendwie... PT, klar, ist alles dunkel und... Nee, da krieg ich nur Panik. Das sind die gleichen Geräusche auf jeden Fall wie bei dem anderen Radio. Oh, nee, nicht. Ist da nicht da noch eine Tür gewesen? Ja, aber die ist rot. Ach so. Guck mal da. Da ist noch... Da liegt noch jemand. Scheiße. Ja, aber da komme ich jetzt wahrscheinlich durch den Schacht. Guck dir den mal hin. Ich will da nicht hingucken. Na, guck dir den doch mal erstmal an. Du bist doch sicher. Ich bin überhaupt nicht hier. Da ist doch... Eine guckt. Sie hat Scheiße gesagt. Da ist doch ein Gitter davor. Sie hat doch Scheiße gesagt. Ne, Leiter, ist doch gut. Total. Warum war da ein Schrank, in dem man sich verstecken kann? Halt, Amor. Diesmal bist du so, ne? Schisser. Ja, bei dem ist es irgendwie was, ist es was viel anderes. PC, da wusstest du, da passiert was. Da passiert was, da kommen Jumpscares und hier kämpfe ich ernst überleben. Oh, Blut. Was, wo? Unter dir. Und da ist noch so ein Abspielgerät. Da ist, nein, da, hier, jetzt komme ich zu dem rein. Du kommst genau in den Raum. Heilige Scheiße, okay. Die klingt wie so ein Kerl irgendwie, ne? Er ist doch ein halber Kerl. Ja, im Film schon. Hier sah es recht weiblich aus. Im Film, ja, Sigourney Weaver halt, ne? Ich will eine Beschwerde erreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Wir sollten uns beschützen. Das ist Ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Na, es funktioniert nicht mal. Du hast doch kein Minikit, Mädchen. Nee, ich wollte doch eigentlich... Was? Eher gucken, ob ich was anderes auswählen kann. Nee, du musst dich wahrscheinlich an den Dinger hinstellen und dann kannst du das Ding aus dem Inventar anwählen. Also beziehungsweise dann kommt hier Benutzer. Ah. Siehst du?
Da brauche ich nicht mal zu viel spielen, um das zu wissen. L2 halten und R2. Gleichzeitig. Jetzt nach links. Na. Nach links. Halt doch. Sei gut. Warum kannst du das Ding nicht zum Wehren nehmen? Weil das Ding wahrscheinlich scheiße schwer ist. Ja und? Ist doch ein Mannsweib. Der hat Stöckchenarme. Jetzt kommt wahrscheinlich, wenn ich jetzt rausgehe. Das kann gut sein, ne? Oh das, Mann! Deswegen ist da ja ein Schrank zum Verstecken. Ne, lauf! Ich kann nicht. Doch, das geht so. Hör auf! Oh. Da ist noch so eine Tür. Ja, und da haben sich gerade Becher bewegt. Na? Jetzt kommst du nämlich in den anderen Raum. Gott, bin ich glücklich. Ja, voll geil, oder? Ich habe so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Ja, links zu drücken ist schon nicht leicht. Das ist ja, ich merke das schon, das ist eine kleine Herausforderung so. Was? 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 Sensor! Sensor! Und da hinten. Gott! War da nicht Arena? Dachte ich auch. Mein Herz ist gerade für einen Moment stehen geblieben. Ich habe da einen Menschen gesehen. Oder? Ich habe doch gerade. Folgende Person. Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ja. Ich muss noch ein bisschen, ne? Nee. Nee? Mhm. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schubsen wir ein paar Leute in die Scheiße. Und ich musste nicht weitergehen. Noch nicht, ja. So sieht es nämlich aus. Ich muss in der nächsten Folge weitergehen. Da werde ich mal den Schrank mal ein bisschen von innen anschauen, habe ich das Gefühl. Denn wir sind nicht alleine. Wir bleiben nicht alleine. Ja. Und ihr auch nicht, denn morgen geht's weiter um 21 Uhr bei Alien Isolation. Mhm. Ich würde sagen, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. There's something stalking us. Doesn't belong here. It finds us wherever we hide. Adapts to every plan we have. And now it's hunting me.